Was da für mich sehr viel wichtiger ist, dass da eine gewisse Moral und eine gewisse Ethik mitschwingt. Dass ich also wirklich mir auch bewusst bin, dass jetzt vielleicht die Phase ist, mich zu solidarisieren und auch mal in Vorleistung. Der andere Punkt ist, dass es gibt das Marketingwort Reziprozität. Und das ist genau der Grund, warum ich davon hinten raus, später raus, mit Sicherheit in irgendeiner Form profitieren werde. Reziprozität bedeutet nämlich, dass wenn ich jetzt was gebe, dass mein Gegenüber sich so ein bisschen im Zugzwang wähnt. Das heißt, er wird sich immer daran erinnern, dass er was von mir bekommen hat, ohne Gegenleistung. Herzlich willkommen heute hier am Handwerk-Fibel-Podcast. Der Podcast, der sich vordergründig mit dem Handwerk, mit Prozessen, Produkten und den Menschen dahinter beschäftigt. Derzeit ist aus der aktuellen Situation sehr, sehr viel Mensch gefragt. Und heute die Überschrift, tauschst du Zeit gegen Geld? Ich habe mir einen besonderen Gast hier aus der Region eingeladen. Wenn ich Region meine, meine ich Sachsen und Speckgürtel ringsrum. Meinen Namensvetter Sebastian. Sebastian Zitzmann, Berater, kommt aus dem Ingenieursbereich heraus und unterstützt andere Berater dabei. Was er da genau macht, erzählt er jetzt selber. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. So 2-3 Minuten, was müssen die Zuhörer wissen, damit sie so ein bisschen das Gefühl haben, dich zu kennen oder dich ein Stück weit einzunorden? Alles klar. Hallo erstmal. Ich bin der Sebastian Zitzmann. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich bin nicht aus der Region. Ich bin aus Süddeutschland. Ganz andere Region. Ursprünglich? Ursprünglich. Nein, aber da wohne ich auch noch. Ach so. Ist aber nicht schlimm. Also ist gut, siehst du? Ich bin eigentlich im ganz entfernten Ende. Freiburg im Breisgau. Aber genau das ist ja heute gar nicht das große Problem, weil, wie man jetzt auch sieht, wir können ja alles auch online machen. Grundsätzlich, ich bin eigentlich seit jeher mit Leib und Seele Unternehmensberater. Das bin ich schon seit 15 Jahren und ich bin seit 8 Jahren selbstständig. Ich habe mit 2 Beraterkollegen eine GmbH, wo wir technischen Unternehmen aus dem Maschinenbau, aus dem Anlagenbau, Werkzeugbau oder der Automobilbranche dabei helfen, ihre Entwicklungsperformance zu steigern. Das ist also eine ganz typische Prozessberatung für Unternehmen. Mhm. Und dann habe ich mein zweites Standbein, das hast du jetzt schon angesprochen. Mein zweites Standbein ist, dass ich Beraterkollegen helfe, die auch in der Unternehmensberatung unterwegs sind, im Normalfall Freiberufler, also One-Man-Shows sind, ihr hochwertiges und seriöses Beratungsbusiness, das ist mir ganz wichtig, es gibt auch ganz viele Dampfplauderer da draußen, aber ihr hochwertiges Beratungsbusiness auch tatsächlich effizient und profitabel zu gestalten. Denn dahinter steckt so ein bisschen, dass wir Berater immer sehr, sehr gut sind zu reden. Wir können auch immer sehr gut über unsere Dienstleistung sprechen. Aber wir tun uns immer ganz schwer, unsere Dienstleistung unseren Kunden oder unseren potenziellen Kunden zu vermitteln, was die denn für einen Mehrwert davon haben. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden. Und da helfe ich eben Beraterkollegen dabei. Und in diesem Rahmen beschäftige ich mich auch, ich habe gerade das Thema Effizienz angesprochen, mit dem Thema, wie ich meine Beratungsdienstleistung möglichst effizient hinsichtlich Reisezeiten, hinsichtlich Inhalten und hinsichtlich der Hilfe, die ich meinen Kunden angedeihen lasse, gestalten kann, sodass ich letztendlich auch aus diesem Zeit gegen Geld, aus dieser Zeit gegen Geldfalle rauskomme und auch relativ frei darin bin, von wo aus ich meine Beratungsdienstleistung anbiete oder leiste. Und das letztendlich, im Moment bin ich in meinem Homeoffice machen kann. Ich war letztes Jahr 3 Monate in Spanien. Von da aus kann ich das auch machen. Also einfach diese Freiheit zu haben. Okay. Wie nimmst du so ein bisschen aktuell die Zeit wahr? Wir haben derzeit gewisse Umstände draußen. Wir hätten uns wahrscheinlich auch ohne diesen Umständen hier online getroffen. Was begegnet dir so einerseits natürlich als Coach und auf der anderen Seite vor allen Dingen, was begegnet dir derzeit als Papa? Das ist total spannend für mich. Also für mich selber persönlich als Papa hier zu Hause ändert sich gar nicht so ganz viel. Klar, meine Kinder sind zu Hause. Ich habe 2 Jungs, die sind 1,5 und 3,5. Die sind aber noch nicht schulpflichtig. Das heißt, das Thema Homeschooling betrifft mich gerade nicht. Ich habe aber schon gehört, dass es eine riesen Herausforderung ist. Für uns ändert sich nicht viel. Ich habe vielleicht einen Tick weniger Zeit, die ich hier im Büro verbringe, weil ich meine Frau ein bisschen entlaste, weil es mit 2 Jungs natürlich schon so ein bisschen anstrengender ist als
mit einem oder wenn beide mal weg sind. Geschäftlich ist es sehr, sehr spannend aktuell. Ich sehe so ein bisschen in meinen Coachings, dass ja eine ganz, ganz große Unsicherheit einfach herrscht. Das zielt sowohl darauf, dass keiner so genau weiß, wie er jetzt plötzlich seine Kunden ansprechen soll. Mhm. Und keiner oder wenige Leute auch so ein bisschen ja, bereit sind, an die Zeit danach zu denken. Also ich habe das Gefühl, dass momentan jeder noch so ein bisschen gefangen ist in dieser neuen Situation und damit kämpft, sich darin zurechtzufinden, aber noch nicht viel weiter schauen kann. Wie holst du da deine Coaches, deine Kunden ab? Wie steigst du da ein? Also im Prinzip ist ja das Thema oder mein Thema, das ich mit meinen Coaches mache, dass die sich ganz klar positionieren müssen, sehr spitz positionieren müssen und mit dieser spitzen Positionierung für ihre Zielgruppe sehr effizient sichtbar sind. Das heißt, ich sage immer, sie müssen genau dann für ihre Zielkunden sichtbar sein, wenn die ein Problem haben, das sie lösen können. Nicht mehr und nicht weniger. Und an dieser Maßgabe ändert sich ja gar nichts. Und eigentlich ist das alles, was ich zurzeit mache, dass ich die wieder auf diese Grundphilosophie zurückhole. Ja, denk dran, an dieser Maßgabe ändert sich nichts. Und es ist sogar so, dass jetzt die Zeit ist, wo du vielleicht nicht unmittelbar deine Kunden gewinnst, wo du aber ganz viele Kontakte aufbauen kannst zu potenziellen Kunden in der Zukunft. Das heißt, nutze jetzt einfach diese Maßgabe, die wir haben, diese spitze Positionierung und die Sichtbarkeitmachung deiner Position, deiner Positionierung, um mit deinen potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Weil es ist ein Vertrauensaufbau. Jedes Business funktioniert zwischen zwei Menschen oder zwischen ein und n Menschen. Und dieser Vertrauensaufbau braucht immer Zeit. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Ja. Übersetzt oder ergänzt heißt das, beschäftige dich jetzt auch ein Stück weit mit dir selbst oder nur mit dir selbst oder großteils und lasse, was du links und rechts nicht beeinflussen kannst, einfach mal sein und schau vielleicht nur einmal am Tag drauf oder alle zwei Tage. Ist das so? Kann das so ein bisschen die Botschaft sein? Besinne dich auf deine Stärken, besinne dich auf das, was du gut kannst? Ja und nein. Also es kann insofern die Botschaft sein, dass ich ein Verfechter davon bin, dass man regelmäßig das tun sollte, dass man sich rausnimmt und in die Vogelperspektive geht und auf seine Stärken besinnt. Und ich habe verschiedene Techniken für mich gefunden. Das kann von ganz klein sein, dass ich in den Wald gehe, also dass ich eine Stunde mit dem Hund in den Wald gehe. Das kann aber auch sein, dass ich mich mal ein Wochenende in eine einsame Hütte verkrieche. Das ist regelmäßig wichtig. Und wenn man das vielleicht nicht so häufig macht oder nicht so regelmäßig macht, ist die aktuelle Zeit natürlich prädestiniert dafür. Mhm. Auf der anderen Sicht ist es aber trotzdem so, dass ich als Berater diese Unsicherheit, die gerade überall herrscht, die natürlich auch bei meinen Kunden herrscht, jetzt nutzen kann, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, wenn ich in dieser unsicheren Phase mit einer Klarheit und Struktur vorne draus gehe, und dass meine Interessenten, meine Kunden, meine Zielkunden auch sehen und wahrnehmen, dann liefere ich eine Orientierung. Ja. Und das bedeutet, dass jetzt durchaus auch die Zeit ist, mit meinen Zielkunden in Kontakt zu treten. Das heißt, auch bewusst nach außen zu gehen, auf die zuzugehen und einfach zu versuchen, denen einen Anhaltswert, einen Anhaltspunkt und Leitplanken zu bieten. Das klingt wunderbar, Herr Zitzmann. Ich bin ja Berater. Und ich habe aber das Gefühl, dass wenn ich jetzt meine besten 10 Kunden zum Beispiel anrufe, die haben gerade gar keine Zeit für mich. Die beschäftigt irgendwas anderes oder keine Ahnung. Ich will denen jetzt mit Verlaub in Anführungsstrichen nicht auf den Sack gehen. Ich darf das ja so sagen in meinem Podcast. Was begegnest du dem? Also es ist tatsächlich der Fall gerade, dass ganz viele Kunden und ganz viele Unternehmen mit total anderen Dingen beschäftigt sind. Und ich habe festgestellt, jetzt spreche ich aus der Beraterposition, aus der Beraterbrille raus, dass wir Berater ja hoffentlich, und das zeichnet auch einen guten Berater aus, so ein Helfer-Syndrom haben, so ein Helfer-Gen. Und im Moment ist es extrem gut, finde ich, sich einfach zu hinterfragen, wie kann ich denn meinen Kunden in der aktuellen Situation wirklich helfen? Völlig unabhängig davon, ob da ein lukrativer Auftrag rausspringt oder nicht.
Und wenn ich den mit diesem Hilfsangebot adressiere, dann bin ich bisher immer auf offene Ohren gestoßen. Und das ist letztendlich auch das, was ich meinen Coaches weitergebe. Ich kann dir auch ein kleines Beispiel geben. Einer meiner Coaches ist im Bereich Unternehmensattraktivität und Mitarbeiterbindung unterwegs. Das heißt, der hilft Unternehmen dabei, ihre Attraktivität zu steigern. Und jetzt haben die natürlich alle ihre Mitarbeiter häufig ins Homeoffice geschickt. Und da ist es noch ein bisschen schwerer, so ein Wir-Gefühl hinzukriegen. Im Homeoffice sind die relativ isoliert. Das heißt, der unterstützt jetzt einfach seine Kunden dabei, dieses Wir-Gefühl, diesen Kontakt zwischen Mitarbeitern und Unternehmen zu stärken und aufrechtzuerhalten in dieser Phase. Und der nimmt da auch gar keine Kohle dafür jetzt. Der unterstützt die einfach. Er sagt, ich habe gerade den zeitlichen Freiraum, das mache ich. Es wird sich aber hinten raus wieder auszahlen. Das heißt, wenn man sich einfach überlegt, wie kann ich mit meiner Dienstleistung, mit meinem Angebot in der jetzigen Phase meinen Kunden einfach am besten helfen. Völlig losgelöst von monetären Gesichtspunkten. Okay. Da stoße ich auf offene Ohren. Naja, das ist so. Wie geht's dir? Ne? Wie? Oder ich wünsche dir, was mir stark begegnet ist, bleib gesund. Ja, das kennst du eigentlich theoretisch nur aus dem Geburtstagsgruß oder. Genau. Ne? Aber jetzt ist das tatsächlich spürbar täglich oder minütlich, je nachdem, ne? Am Telefon und so weiter. Also, das ist schon sehr wichtig. Also, Berater kann der entscheidende Klebstoff sein in der aktuellen Zeit. Eine Beratung, eine. Beratung, wenn es aus meiner Sicht richtig interpretiert wird, nämlich, dass ich in erster Linie meinem Gegenüber helfen möchte. Helfen möchte, seine Probleme in den Griff zu kriegen oder helfen möchte, ein Ziel zu erreichen, was er gern hätte. Und das idealerweise, so wie bei deinem Beispiel jetzt, erstmal näher vordergründig uneigennützig, richtig? Genau. Also es ist natürlich so, dass wir Berater letztendlich auch leben müssen und wir wollen für unsere hochwertige Dienstleistung auch bezahlt werden. Das ist ja klar. Aber erstens mal erleben wir gerade meiner Meinung nach in Deutschland einen ganz großen Ruck Richtung soziale Miteinander. Mhm. Ja. Und den halte ich für sehr, sehr positiv. Und ich bin auch der Meinung, dass wir immer, wenn wir was geben, dann bekommen wir auch immer in irgendeiner Form was zurück. Und das gilt auch fürs Business und das gilt auch für uns Berater. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt vielleicht auch so eine kleine Bereinigung dieses Hardcore-Beratermarktes. Das ist Nummer eins. Und das zweite ist, dass ich mich damit ja auch zeige, dass ich ehrlich interessiert bin an den Menschen, an meinen Kunden und an ihren Problemen. Und das auch letztendlich beweise. Also es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ich beweise das auch. Und das habe ich vorher schon gesagt, wir arbeiten oder Arbeit und Business ist immer zwischen Menschen, zwischen zwei Menschen. Und das stärken wir damit, diesen Gedanken, das beweisen wir. Und das macht es natürlich uns auch dann viel, viel einfacher, dann auch später da vielleicht auch eine wirkliche geschäftliche Beziehung, die auch für uns lukrativ ist, rauszubilden. Ja. Ja, ich denke auch gerade das Thema, das Wort, was bei mir aufpoppt, ist Reputation, weil wir wissen nicht, ob das unter welche Unternehmen letzten Endes möglicherweise auch komplett unverschuldet. Ich sehe es derzeit, Zulieferketten etc. pp., die Leute würden was tun. Die jetzt noch groß arbeiten, benutzen das Lager, also das, was halt noch da ist, das wird verarbeitet, rausgeschickt und wir wissen es nicht, was in 4 Wochen oder in 8 Wochen ist. Das werden wir dann spätestens in 8 Wochen wissen. Aber da bin ich ganz bei dir, das Thema Solidarität, und ich hatte das neulich auch mit einem Handwerksunternehmer, der dann einfach sagt, okay, ich froste das jetzt weitestgehend, guck das noch, was ich abhole, und ich wollte schon immer mal was justieren oder beziehungsweise in die nächsten Jahre reingehen. Da ist ja jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Und wie du sagst, für mich ist das Thema Solidarität jetzt auch ein starker Filter. Mit wem werde ich im Sommer, im Herbst, im Winter, je nachdem, weiterhin zusammenarbeiten? Genau. Wie stark nimmst du das Wertethema dann auch wahr? Oder jetzt mal vielleicht im Verhältnis noch vor einem Viertel, halben Jahr, Thema Werte und Thema jetzt Werte? Also das ist mir gerade eingefallen, als du das gesagt hast, das Wort Reputation. Ich finde das Wort immer so ein bisschen schwierig, weil Reputation, da schwingt für mich immer so ein bisschen mit, dass es auch eine Show sein kann, die nicht zu 100% ehrlich ist.
Das kann aber auch nur meine Interpretation sein. Was da für mich sehr viel wichtiger ist, dass da eine gewisse Moral und eine gewisse Ethik mitschwingt. Dass ich also wirklich mir auch bewusst bin, dass jetzt vielleicht die Phase ist, mich zu solidarisieren und auch mal in Vorleistung zu gehen. Der andere Punkt ist, dass es gibt das Marketingwort Reziprozität. Und das ist genau der Grund, warum ich davon hinten raus, später raus, mit Sicherheit in irgendeiner Form profitieren werde. Reziprozität bedeutet nämlich, dass wenn ich jetzt was gebe, dass mein Gegenüber sich so ein bisschen im Zugzwang wähnt. Das heißt, er wird sich immer daran erinnern, dass er was von mir bekommen hat, ohne Gegenleistung. Und wenn er sich dann irgendwann mal in Zukunft entscheidet und sowas Ähnliches möchte, was ich ihm jetzt bieten kann, dann wird er zuerst an mich denken, weil von mir hat er ja schon mal was umsonst bekommen. Das bedeutet Reziprozität. Das ist jetzt aber wirklich der Business-Gedanke und der sollte nicht im Vordergrund stehen. Denn das merkt ein Interessent, das merkt ein Kunde, das merkt ein Gegenüber. Und dann mache ich mich auch unglaubwürdig. Dann kann ich so viel Ethik und Moral ausstrahlen, wie ich möchte. Wenn es mir nur um diese Reziprozität geht, dann bin ich einfach unglaubwürdig und spiele eigentlich nur mit dieser Krise gerade. Also Learning ein Stück weit raus. Meine innere Einstellung muss passen. Und wenn ich die justiert habe, kann ich dann an meinen Mandanten, an meinen Interessenten, an meinen Zielkunden herangehen. Richtig. Im Optimalfall passt diese innere Einstellung für uns Berater, bei uns Beratern schon immer. Und jetzt kommt sie aber noch vermehrt zum Vorschein und zeigt dann auch noch ein bisschen mehr. Ja, du hast es ja gesagt. Also bei manchen, ganz ehrlich, wenn ich den einen oder anderen Unternehmensberater, ich nenne es jetzt mal in freier Wildbahn, treffe, vor ein paar Wochen noch auf Offline-Veranstaltungen, dann ist manchmal schon schwierig. Ne? Fährt derjenige ein Stück weit das Muster ab, was irgendwann mal gelernt wurde oder welchen beruflichen Hintergrund, also gerade bei Hintergrundbanker, die jetzt Unternehmensberater sind, das ist vielleicht zielführend, wenn ich einen Kreditantrag machen möchte. Ist es jetzt zielführend, meine Firma so weit in diesem Rahmen umzustrukturieren oder neu zu gestalten oder ist es dann der richtige Ansprechpartner? Sebastian, wie oder welche Frage kann jetzt ein Interessent, ein Unternehmer, ein Handwerker, einen Berater stellen oder zwei oder drei Fragen, Ideen, damit er sagt, wow, das ist eine gute Antwort, mit dir möchte ich es gern probieren. Was sind so vielleicht so Entscheidungskriterien, Worte, die man hören darf oder vielleicht auch nicht hören sollte. Du meinst ein potenzieller Kunde, den... Genau. Welche Frage also ich bin jetzt Unternehmer, ich habe ein produzierendes Unternehmen meinetwegen, stehe jetzt Kurzarbeit und alles davor, aber ich möchte jetzt sagen, okay, ich brauche jetzt die Brille von außen. Ich habe jetzt den Herrn Zitzmann hier im Podcast kennengelernt. Der macht mir einen ganz sympathischen Eindruck. Dennoch möchte ich mich selber davon überzeugen, welche drei Fragen oder vielleicht eine oder zwei, keine Ahnung, sollte ich meinem potenziellen Mitstreiter stellen? Also im Prinzip darf der mir alle fachbezogenen Fragen zu dem Thema Entwicklung und Konstruktion stellen. Grundsätzlich möchte ich ihm ja weiterhelfen. Am liebsten arbeite ich natürlich mit Leuten zusammen, die auch erkennen, dass die ganze Wirtschaft geht immer in Wellenform, in Wellenbewegung. Und die auch erkennen und auch berücksichtigen, dass man das extrem gut für seine Weiterentwicklung nutzen kann. Wenn ich natürlich eine Vollauslastung gerade habe und alle meine Leute unter Wasser sind, dann brauche ich keine strategischen Themen in meinem Unternehmen anstoßen. Dann brauche ich auch nicht unbedingt in die Weiterentwicklung meines Unternehmens investieren. Wenn ich jetzt aber gerade die Mitarbeiter zu Hause sitzen habe oder die langweilt sich ein bisschen, dann ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir auch Gedanken machen muss und kann, wie kann ich denn mein Unternehmen in Zukunft aufstellen? Und wenn wir jetzt gerade auf die aktuelle Situation gehen, dann ist es natürlich eine dieser Auslastungsdellen häufig, die ganz weit runtergeht. Also es ist eine ganz besondere Delle. Aber auch die kann ich zum Anlass nehmen, dass mich sowas zukünftig nur noch in abgeschwächter Form betrifft. Das heißt, wenn einer zu mir kommt und sagt, hör mal, im Moment sitzen meine Leute rum, ich weiß aber schon ganz lang, dass wir
einfach ihren Flaschenhals in unsere Entwicklung haben. Also zum Beispiel einer unserer Kunden, der will eine unserer Maschinen kaufen, bittet uns um ein Angebot und wir brauchen allein schon 4 Wochen, um dieses Angebot rauszuhauen. Dann ist es für mich ein ganz klarer Aufhänger. Ich sagen kann, an das Thema, das ist ein Prozessthema. Da haben wir jetzt die Chance, in dieser etwas ruhigeren Phase dran zu gehen und dran zu arbeiten. Und wir werden sehr viel schneller das positiv umgesetzt bekommen, erfolgreich umgesetzt bekommen, weil wir einfach die Ablenkung nicht haben aus dem Tagesgeschäft. Und das macht mir natürlich immer am meisten Spaß, wenn ich auch dieses Commitment bekomme und auch diesen vielleicht engen Zeithorizont habe. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht in 4 Wochen alles wieder vorbei ist, der ganze Spuk, dann habe ich auch wirklich nur diese 4 Wochen, um dieses strategische Thema jetzt anzugehen, dieses Optimierungsthema. Ja. Also letztendlich ist das Thema egal. Wenn einer zu mir kommt und sagt einfach, hör mal, wir haben gerade eine ruhige Phase, jetzt gehen wir solche strategischen Themen an, dann freue ich mich immer besonders. Okay. Du hast 2 schöne Bilder genannt. Einmal die Delle, also fand ich jetzt gerade großartig, weil das ist ja Handwerk. Es gibt ja die Dellendoktoren und da gibt es ja auch verschiedene Techniken, Methodiken, wie ich das Ding wieder gerade ziehe oder in Form bringe, sagen wir es so. Also kann ich ein bisschen mit Zug arbeiten, ne? Da gibt es die Schnipsis, die ich da so auf und klack, 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 die ich dann rausziehen kann. Oder muss ich tatsächlich die ganze Karosserie ausbauen oder das Chassis runterholen und dann von innen drücken? Beides wird wahrscheinlich zum Ziel führen. Aber woher bekomme ich die Entscheidung, welche Methodik für mich am besten ist? Das ist eine ganz vielschichtige Entscheidung. Ja, und was wir Berater machen können, ist, dass wir immer eine Entscheidungsgrundlage liefern. Wir sind ja nie der Entscheider. Ja. Das können wir gar nicht sein. Das liegt auch im Wort. Wir sind Berater. Das heißt, was unsere Aufgabe ist, ist, dass wir auf der einen Seite die Anforderungen herausarbeiten und auf der anderen Seite die Möglichkeiten, die uns ein Prozess, eine Methode oder eine Software bieten. Und dann versuchen wir, das so gut wie möglich zu matchen. Was wir dabei betrachten müssen, und das wird oft vergessen bei den reinen Fachberatern, was ich im Prinzip ja von früher her auch bin, ist, dass zu diesen Anforderungen und zu dieser Basis, die ich mit betrachten muss, auch die Mitarbeiter gehören. Da gehören die Firmenstrukturen, die gewachsene Historie gehört dazu. Die Produkte gehören natürlich dazu. Über die machen wir uns auch Gedanken. Und es gehört auch die Firmen, die Unternehmenskultur dazu. Das heißt, sämtliche Methoden, die wir aufsetzen, dürfen wir nicht nur fachlich betrachten, sondern müssen auch, früher hat man immer gesagt, die weichen Themen mit betrachten. Und daraus ist es dann eigentlich immer relativ einfach, dann auch die gängigste Methode, die gangbarste Methode rauszufinden. Wobei auch hier gilt, es ist immer Neuland. Das heißt, so eine Methode, für die man sich dann entscheidet, das muss auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also es muss einen gewissen Raum für Korrektur geben. Ja. Das ist genauso, um beim Beispiel deiner Dellen zu bleiben. Ja? Wenn ich die Delle von innen nicht rauskriege oder wenn ich sie von außen nicht rauskriege, ich probiere es erstmal von außen, weil es da leichter geht. Wenn ich sie da nicht rauskriege, dann muss ich vielleicht doch innen reinschauen und von innen drücken. Aber ich drücke. Aber man drückt. Genau. Man drückt. Ne? Und dann immer dann, wo ich dann immer sage, okay, lass uns die Sachen probieren, annähern und vielleicht, oder aber ich ziehe, sehe noch eine kleine, wie sagt man da, Lichtblitzer, wenn ich da von links nach schräg irgendwo gucke, habe dort noch in Mühe, sehe das aber erst vielleicht mit 1 Meter oder 3 Meter Betrachtungsabstand, dann bin ich immer ein Freund davon, reicht das aus, um den Anforderungen und dem Ziel gerecht zu werden? Ja, es ist jetzt nicht mit 5 Sterne und weiß der Geier, aber wir sind der Sache schon ein Stück näher. Reicht das aus nicht? Ist es dann aus deiner Wahrnehmung auch, ich blicke so gerne immer mal in andere Länder, wo ich dann sage, was ist das Ziel, was zahlt drauf ein? Leiden wir in Deutschland da noch so ein bisschen unter dem Thema Perfektionismus? Muss es denn wirklich erst das High-End-Ding sein, obwohl ich dann im Vorfeld vielleicht mit dem, sage ich mal, mit der Beta-Version leicht gesprochen, vielleicht ähnliche Ziele erreiche? Wie ist das bei dir? Wie nimmst du das wahr? Da sprechen wir, glaube ich, über die ganz klassische eierlegende Wollmilchsau. Und da sind wir Deutschen ganz groß damit. Es ist, und da ist es auch völlig egal, ob das jetzt um ein Projekt geht, das ein gewisses Ziel hat. Das soll möglichst so eine Bandbreite, eine Riesenbandbreite an Zielen
mit abarbeiten. Da sprechen wir, sind wir wieder bei meinem Thema Positionierung. Das heißt, wenn ich mich als Berater mit meiner Dienstleistung positioniere, dann schieben viele Berater einen riesen Bauchladen vor sich her. Wir sind ganz groß da drin, immer das Maximale zu wollen. Und ich schreibe mir als Berater, als Unternehmensberater immer das Thema Effizienz auf die Fahnen. Mhm. Und Effizienz ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich muss bewerten, reicht der Zustand jetzt? Oder was hole ich jetzt noch raus, indem ich nochmal ein Rad drehe? Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Maßgabe, wo ich und auch meine Mitarbeiter und Kollegen zu unseren Kunden reingehen, dass wir sagen, wir sehen das Ganze sehr pragmatisch. Ja. Pragmatisch bedeutet, da sind wir auch wieder bei den Mitarbeitern, beim Kunden, dass wir alles auf Effizienz trimmen und dass das unser oberstes Gut ist. Ich kann ein Beispiel dazu geben. Es gibt unglaublich viele Software-Tools in der Konstruktionsabteilung, wie die Konstrukteure enger zusammenarbeiten können. Also softwaregestützt. Das macht natürlich Sinn, wenn ich verteilte Standorte habe, vielleicht noch verschiedene Zeitzonen und so weiter. Ein reiner Fachberater wird jetzt vielleicht aber auch einem Kleinunternehmen, das 6 Konstrukteure in einem Raum sitzen hat, dazu raten, so eine Software einzuführen. Dabei sind die viel effizienter, wenn die sich, wenn sie eine Frage haben, einfach mal umdrehen und sagen, hat jemand eigentlich das Teil gerade schon in Bearbeitung? Ja. Und dann kriegt er sofort eine Rückmeldung und dann können die damit weiterarbeiten. Das meine ich mit effizientem Pragmatismus. So versuchen wir vorzugehen. Und eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, die auch das letzte Müh, wie du gesagt hast, noch abfängt und abdeckt, zu erfinden. Okay. Ich sehe da ja auch Parallelen im Handwerk. Ne? Also das ist Softwareunterstützung, Digitalisierung. Ne? Ja, der Handwerker ist irgendwann mal angetreten, um was mit den Händen zu kreieren. Aber wenn wir dann auch die Eingangsaussage, ich tausche Zeit gegen Geld. Und natürlich ist der Handwerker auch ein Berater, Berater in seinem Segment, wo man dann sagt, naja, ich müsste jetzt draußen rumfahren, zum Beispiel. Derzeit wieder ein bisschen schwierig. Also es sei denn, ne, wir kennen jeder in seinem Bundesland so ein bisschen die Parameter aktuell. Nichtsdestotrotz werden diese Beratungsleistungen noch nicht aus meiner Brille her so vergütet, wie die eigentlich zu vergüten wären. Weil ich bringe ja auch, so wie du, über 10 Jahre Branchenerfahrung, Expertise, Methodiken, bringe ich ja alles mit. Also ich bin ja eigentlich eine Art Lexikon, ohne irgendwo in die Suchmaschinen reinzugehen, mit der zwischenmenschlichen Komponente irgendwo. So sehe ich ja auch den Berater, egal ob der diese beratende Funktion jetzt ausübt oder nicht. Aber es ist ja so, also wir als Väter, ne? Das ist, da kannst du ja auch immer Methodiken und Prozesse, ich leide da manchmal so ein bisschen drunter, was heißt leiden? Also es kommt immer mal so diese Prozessberater-Geschichte hoch und dann versuchst du, also ich meinem 6-Jährigen irgendeine Systematik, ne? Und das Schöne ist, ich lerne von den Jungs immer am meisten, weil die ja total naiv reingehen und total ohne Erfahrung und einfach gerade raus sind. Ja, pragmatisch. Also ja, genau. Die Kinder sind, glaube ich, da die besten Impulsgeber und auch die besten Probanden, sage ich mal, bevor man an die Kinder geht. Wie nimmst du das? Also welchen Tipp würdest du jetzt mal auch, weil du gerade nicht in der Branche unterwegs bist, einen Handwerksunternehmer, der jetzt sagt, okay, ich möchte mich umstrukturieren, ich möchte auch das Beratungsthema ein Stück weit voranbringen, vielleicht so 1, 2, 3 Tipps, wie man das für sich entdecken kann, konkret angehen könnte. Also grundsätzlich haben wir in der Beratung, und ich glaube, das ist völlig branchenunabhängig, immer das Problem, dass wir immer unsere Dienstleistung verkaufen. Also die Beratungsdienstleistung an sich. Der wichtige Lerneffekt oder die wichtige Erkenntnis ist, dass wir immer das Ziel verkaufen müssen. Ja, das Ziel, das unser Kunde, unser Gegenüber erreicht durch meine Beratung. Die Beratung ist nur das Werkzeug. Denn wenn wir das schaffen, dann bewertet der Kunde seinen Invest anhand seines Ziels, was er davon hat. Und er bewertet ihn nicht auf Basis der Zeit, die du vielleicht für deine Beratung investierst. Und er bewertet es auch nicht
anhand Kriterien wie, wie schnell kannst du liefern, wie lang dauert es, wie lang dauert es, bis er an seinem Ziel ist. Sondern es geht wirklich darum, dass er eine A, B, also völlig digital später bewerten kann, Ziel erreicht oder Ziel nicht erreicht und dann auch für sich bewerten kann, das war mir den Invest wert oder war er mir nicht wert. Man kann es vielleicht so sehen, ich sage immer ganz gern zu meinen Coaches, der Kunde hat einen Ist-Zustand. Das ist die Insel des Grauens. Ja, der hat ein Problem, ein Riesenproblem, das ihn auf den Nägeln brennt. Und dann hat der Kunde einen Wunschzustand, das ist die Insel der Glückseligkeit. Und meine Dienstleistung hat jetzt die Aufgabe, ihm von der Insel des Grauens zur Insel der Glückseligkeit zu bringen. Wie genau das ich das mache, ist dem Kunde eigentlich auf gut Deutsch scheißegal. Wichtig ist nur, dass er mir abnimmt, dass ich eine Methode und eine Vorgehensweise habe, die ihn auch tatsächlich zu diesem Ziel bringt. Ja. Also was ich jetzt machen muss, ist, ich muss meinem Kunden die Insel der Glückseligkeit verkaufen, nicht die Dienstleistung. Sehr, sehr spannend, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer. Denk doch mal so 2-3 Wochen zurück oder vielleicht auch 2 Monate, welches Ziel du dir ausgemalt hast. Was sind deine Wünsche? Was ist für dich unternehmerisch wichtig? Was ist für dich privat wichtig? Und jetzt versetz dich in dein Ziel und jetzt bist du dort. Was löst das in dir aus? Und denk drüber nach. Ein paar kurze Sekunden Musik und wir sind gleich wieder da und schauen mit dir gemeinsam auf deine Glücksinsel. Wir sind wieder zurück. Insel der Glückseligen. Sebastian, wie sieht deine Insel aus? Das ist jetzt die spannende Frage für mich. Meine eigene Insel? Ja, deine eigene Insel, natürlich. Ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, wie man seine eigene Insel überhaupt findet. Aus meiner Sicht muss man sich da immer die Frage stellen, wozu macht man denn das alles? Und ich sage jetzt auch ganz bewusst, wozu und nicht warum. Weil wozu hat so ein bisschen einen Sogeffekt. Wozu ist ein Ziel, das in Ferne liegt und da zieht mich irgendwas hin. Das ist das Wozu. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Ich habe immer gesagt, ach, ich will nicht so viel arbeiten und ich möchte vielleicht viel von zu Hause arbeiten und ich möchte natürlich auch nicht jeden Euro umdrehen und ich möchte Zeit für meine Kinder haben. Das konnte ich alles wunderbar aufschreiben. Ich habe Blätter gefüllt damit. Aber ganz am Ende habe ich festgestellt, dass meine Insel der Glückseligkeit Freiheit ist. Und Freiheit in allen Beziehungen. Das heißt, ich kann für mich selber sorgen, für mich und meine Familie. Ich kann entscheiden, wo ich lebe, wo ich arbeite, beziehungsweise wie ich das auch temporär aufteile, also wie ich zeitlich vielleicht ein halbes Jahr in dem einen Land, ein halbes Jahr in Deutschland bin. Und es steckt natürlich auch dahinter, dass ich meine Dienstleistung meinen Kunden so erbringen kann, wie ich es möchte, und zwar auch inhaltlicher Art. Das heißt, ich möchte auch eine Spielwiese haben. Ich möchte auch meine Kunden mal schocken, ganz einfach, weil ich es mir leisten kann, weil ich glaubwürdig bleibe, weil meine Kunden mir das auch abnehmen und nicht denken, was ist denn das für ein Idiot, und mir ganz schnell wieder den Rücken kehren. Und das alles zielt für mich auf dieses große Wozu, auf diese Insel der Glückseligkeit, der Freiheit ein. Und genau, so sieht meine Insel der Glückseligkeit aus. Sehr stark. Also ich versuche dann immer gleich die Parallelen irgendwo ins Handwerk zu teasern, weil was schlägt mir da entgegen? Das kann ich nicht verlangen. Das kriege ich nicht bezahlt. Das ist total neu. Das kauft mir keiner ab. Und also, wo du auch vor uns schon im ersten Teil oder vor der Pause gesagt hast, historisch gewachsen. Ja. So ein paar Ideen, ne? Also du hast jetzt gerade von einer Schocktherapie von deinen Kunden kurz zumindest angerissen.
Wie sieht sowas aus, wenn ich jetzt Handwerker bin und sage, okay, oder auch Dienstleister, ne, produzierendes Gewerk und ich merke, also ich hole kurz aus, wir haben im Unternehmerischen familienbedingt einen Unternehmer, knapp 300 Mitarbeiter, ist in dem Bereich Zulieferindustrie tätig, Alu, Press- und Fließteile. Also für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, kennt ihr noch eine Neonröhre zum Beispiel und da sind links und rechts solche kleinen Alukappen drauf und sowas stellt derjenige halt her. Okay. Der legt total viel Wert auf alte Maschinen, um neue Produkte zu kreieren. Warum? Die alte Maschinen, da hab ich noch Leute, die das, die das noch reparieren können, wenn was kaputt ist. Okay. Bei neuen Maschinen, der eine oder andere kennt es beim Auto, kriegst du das nicht mehr hin. Der Spagat also zwischen Bewährtem und Neuem. So, und wie setzt du dann eine Schocktherapie an? Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. Was bedeutet das für dich? Im Prinzip sind der Fantasie da komplett freie, kann man da komplett freien Lauf lassen. Ja. Ich möchte da ein paar Beispiele geben. Das sind zum einen Dinge, die ich selber schon angestoßen habe, zum anderen aber auch von Partnern und Kontakten mitbekommen habe. Vielleicht ein ganz plakatives Beispiel. Ich habe einen Kontakt in, das ist ein Unternehmen, die haben 100 Mitarbeiter und die machen so Ladungssicherungsschienen für Autos. Mhm. Also wo man zum Beispiel in den Vans die Sitzbänke einklinken kann, aber auch so Zurschienen bei Paketdiensten und so. Und die hatten das Gefühl, oder die haben nur lukrativ, profitabel arbeiten können ab Stückzahl 100 oder gar 1000. Und der Geschäftsführer, der kommt aus dem Daimler-Umfeld und wollte eine eigene Firma haben und hat die sich einfach gekauft, weil der wollte sie nicht aufbauen. Und der hat gesagt, sein Ziel ist es, er möchte gern auf Stückzahl 1 kommen. Das heißt, dass die profitabel auf Stückzahl 1 sind. Und der hat dann einfach das in den Raum geworfen, seiner Fertigung, und hat gesagt, so, ihr habt jetzt, ich weiß nicht mehr genau wie lang, ihr habt jetzt 8 Wochen Zeit, euch zu überlegen, wie ihr das hinkriegt, dass wir ab Stückzahl 1 profitabel sind. Hat sich umgedreht, ist rausgegangen und hat nach 8 Wochen wieder nachgeschaut. Und tatsächlich hat es geklappt. Ergebnis war zum Beispiel, dass nicht ein paar wenige Arbeitsplätze eingerichtet wurden, die immer neu bestückt oder neu aufgesetzt werden mussten, wenn eine andere Schiene kommt, sondern der hat einfach für jede Schiene, die sie im Angebot haben, einen eigenen Arbeitsplatz eingerichtet. Das heißt, dass der Mitarbeiter einfach die Arbeitsplätze wechselt, anstatt dass der Arbeitsplatz neu eben eingerichtet werden muss. Das heißt, da wurde extrem viel Zeit gespart und die haben es dann tatsächlich geschafft, ab Stückzahl 1 profitabel zu werden. Und das nenne ich so eine gewisse Disruption. Ich gehe halt da rein und lass einfach mal die Leute machen. Ich muss denen das klare Ziel geben und lass die Leute machen. In meiner Beratungstätigkeit habe ich immer ein schönes Beispiel. Ich bin ein ganz großer Feind von diesen Meetings und wir Berater werden oft dazu verknechtet von unseren Kunden, am Ende eines Projektes immer eine Projektpräsentation zu machen, wo wir quasi den Verlauf, das Erreichte in diesem Projekt zeigen müssen. Und je nachdem, wie lang so ein Projekt ist, ist das natürlich ein gewisser Umfang. Und dann sitzen da 10 Leute in der Besprechung und 5 schauen in ihren Laptop, 3 fallen die Augen zu und 2 schauen noch manchmal ein bisschen auf die Folien, die ich zeige. Und bei 2 Kunden habe ich das inzwischen gemacht, dass ich für diese Präsentation ohne Vorwarnung reingegangen bin und mir einen der Zuhörer rausgegriffen habe und gesagt habe, du hältst jetzt die Präsentation. Ich sage gar nichts. Dann sind plötzlich alle 10 Köpfe nach oben geruckt. Jeder hat mich erstaunt angeschaut und ich hatte Aufmerksamkeit. Und im Endeffekt hat derjenige das auch richtig gut gemacht. Ich habe ihm dann nur noch gesagt, du kriegst eine kleine Hilfestellung, ich stelle mich ganz hinten an die Wand. Und wenn ich dir entgegenkomme, heißt es, dass es nicht so ganz richtig ist, was du sagst und du vielleicht nochmal drüber nachdenken musst. Wenn ich hinten stehen bleibe, ist alles gut. Cool. Und ich musste kaum nach vorne laufen. Ja? Es war so eine Konzentration, es war so eine gespannte Atmosphäre und es war so ein Wir-Gefühl in diesem Besprechungsraum. Und hinterher sind alle rausgelaufen, waren stolz auf dieses Projekt. Das heißt, ich habe mich bewusst aus der Rolle des Vorturners, in die wir Berater manchmal gedrängt werden, rausgezogen und habe einfach mal eine disruptive Vorgehensweise gemacht. Das hat an dem Projekt selber nichts geändert. Ja, es war nur eine Kleinigkeit, die wir in der Vorgehensweise geändert haben. Und das sind genau diese Schocktherapien, von denen ich spreche. Cool.
Also es ist wirklich das, also wenn ich in den Sport reinblicke, ne, also ich mache mal als ehemals Otto Rehhagel Finger rein, kurzer Pfiff, läuft, ne? Aber letzten Endes müssen die Leute selber spielen, weil ich glaube, das ist das Thema auch Umsetzungsintelligenz und natürlich das Thema Eigenverantwortung, / Ownership. Wenn es meins ist, gehe ich damit ganz anders um, als wenn jetzt hier so ein Wanitschka oder so ein Zitzmann um die Ecke kommen und sagen, okay, hier, jetzt läuft es anders. Spannend, genau. Noch spannender fand ich gerade die Art und Weise, wie der Geschäftsführer rangegangen ist. Das ist ja so ein bisschen in Deutschland, also wenn man es mal so vergleichen möchte, Ausland eher so, ich bin der CEO, Geschäftsführer, Inhaber, wer auch immer. Und ich habe das auch sträflich lernen dürfen, in Anführungsstrichen, wo ich dann angefangen habe, mit eigenen Studenten zu arbeiten. Also wir sind ja eher Ausbildungsbetrieb an der Berufsakademie mit dran, wo ich dann sage, okay, wo es für mich leichter fiel, das ist das Projekt, das ist das Ziel und 14 Tage Zeit, dann gibst du mir eine Idee, deine Interpretation des Ganzen. Was machen wir ursprünglich? Magst du es sagen oder soll ich sagen? Wie haben wir es in der Schule gelernt? Keine Ahnung. Projektplan, wir versuchen das Heft in der Hand zu haben und schränken eigentlich unsere Mitarbeiter nur ein damit. Ja. Wir haben mit der PLM for Engineers, das ist meine Unternehmensberatungs GmbH, haben wir gerade ein Projekt, dass wir Weltmarktführer in verschiedenen Branchen, aber alles technische Branchen, interviewen, was die in ihrer Entwicklungsabteilung richtig machen. Und einer unserer Interviewpartner ist der Vice President Engineering, heißt es, also der Entwicklungsvorstand, kann man sagen, von Esculap B. Braun, das ist ein Medizintechnikhersteller in Tuttlingen. Und der hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Der sagt zum Beispiel, für innovative Projekte, das lässt sich sicher auch aufs Handwerk übertragen, schränke ich Innovation dadurch ein, dass ich zu enge Korsettstangen setze. Und wenn ich für so ein Projekt ein Budget habe und einen Zieltermin habe und mich biblisch dran halte, dann bin ich sehr kleingeistig. Und er sagt, das ist ein Mittel für entscheidungsschwache Führungskräfte. Denn die knechten dann ihre Mitarbeiter, genau diese Ziele oder diese Rahmenbedingungen zu treffen und vergessen dabei, dass da vielleicht auch nur Schrott rauskommt, weil die Kreativität und das gesamte Potenzial gar nicht ausgeschöpft wird. Das heißt, er ist ein Verfechter, zwar durchaus zu sagen, so, das ist das Ziel, das wollen wir erreichen, so ein Produkt wollen wir machen und in 3 Jahren ist es bitte marktreif. Aber er sagt auch, wenn es dann 4 Jahre sind, ist es nicht dramatisch. Ja? Ich muss natürlich immer wieder drauf schauen, reite ich jetzt ein totes Pferd, muss vielleicht die Reißleine ziehen, aber ich muss vom Anfang an auch die Lockerheit haben, dass ich diese Möglichkeit einkalkuliere. Dass ich also auch zugestehe, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen Geld und Zeit verblase. Weil es kann ja was extrem Gutes dabei rauskommen. Ja. Es kann aber auch sein, dass es halt eben nicht funktioniert. Das ist einfach so. Ja. Ich sehe das ganz stark auch im Dienstleistungshandwerkssektor, wenn ich mir als Beispiel eine neue Maschine anschaffe, egal für welchen Bereich. Ja, es ist erstmal der Invest. Ja, die müsste theoretisch zahlentechnisch 24 Stunden am Tag laufen, damit die sich dann irgendwann amortisiert. Aber was ist der Nutzen drauf und was kommt, ne, wie du es vorhin gesagt hast, was kommt danach? Welche Prozessabläufe, welche kann ich verbessern, welche Produkte kann ich da zusätzlich draus bauen oder ergänzen, ist ein Riesenthema. Und im Handwerk stelle ich das dann immer wieder fest, genau diesen Freiraum, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, wird leider nicht gegeben. Warum auch immer. Ja, also machen wir schon immer so. Das habe ich in der Handwerkskammer damals in der Meisterschule gelernt. Und deswegen, ich muss ja die DIN einhalten, ich muss die anerkannten Regeln der Technik einhalten, etc. pp. Ja, auf einen gewissen einen Bereich, auf den anderen, wo ich dann sage, wenn ich gerade einen jungen Azubi habe, also ich sehe das immer bei den jungen Leuten, die sind noch frisch, möglicherweise unverbraucht, wenn sie nicht zu sehr handwerkskammerlastig sind, die dann einfach sagen, hey, spinn dir doch mal dein eigenes zusammen, ne? Gestalte doch mal die Abläufe so und so weiter und so fort. Und ich habe das dann halt in Handwerksbetrieben
manchmal, dass der Geselle oder der Azubi sich nicht traut, weil ihm der Altmeister oder Projektleiter das gesagt hat, weil der Chef mit dem Altmeister irgendein Thema hat, was irgendwann mal in die Hose gegangen ist. Also da ist dann diese Kette relativ, und somit geisel ich ja schon, in Anführungsstrichen, den Azubi, dass er sagt, mach Dienst nach Vorschrift, da passiert ja nicht. Mhm. Also das Thema Risikofreude ist dann wahrscheinlich die Basis. Nicht so vorhanden. Oder nicht so vorhanden. Oder, ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, und ich glaube, das trifft jede einzelne Branche, wenn man den Mut hat, was anderes zu tun, schafft man sich gleichzeitig immer ein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt kann dieses Alleinstellungsmerkmal natürlich auch Bestandskunden schocken und vielleicht auch dafür sorgen, dass die verschwinden. Aber wenn man dieses Alleinstellungsmerkmal jetzt gut positioniert und vermarktet, dann wird die Anzahl der Neukunden, die Abwanderer, immer überschreiten. Wir alle sprechen immer drüber, wir müssen Alleinstellungsmerkmale, Neudeutsch oder Englisch USP, Unique Selling Propositions, bieten. Aber kaum jemand oder viele haben den Mut nicht, da wirklich auch mal komplett aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und jemand, der diesen Mut hat und das konsequent und auch seriös und strukturiert aufzieht, der wird damit zu 99% immer erfolgreich sein. Aber uns hält immer so ein bisschen die Angst zurück, vielleicht auch das, was wir haben, zu verschrecken und zu verlieren. Und was kann der andere von mir denken? Also genau. Ich spreche dann von mir, so ging es mir auch. Ne? Also lege ich mir heute die tolle links und rechts oder gehe ich einfach mal mit dem Kopfkissen Gesicht aus dem Haus? Auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, die Chance derzeit, und dann um den Eingang wieder zu die Brücke zum Eingang zu bekommen, Solidarität von Mensch zu Mensch, es ist nicht schlimm. Ja, ich habe mir mal die Knöpfe verdreht, oder solange ich nicht mit dem Wendeschlüpfer mit Verlaub draußen rumlaufe, ist es ja auch in Ordnung, und es zeigt Menschlichkeit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sebastian, wie kann man dich erreichen, wenn ich mehr zu deinem Thema hören möchte, wenn ich vielleicht selber Berater bin, der derzeit ein paar Herausforderungen hat, oder aber auch, wenn ich Unternehmer bin, der sagt, boah, der Zitzmann, der macht einen gescheiten Eindruck. Was ist dein Einfallstor? Worüber finden die Leute dich? Das ist ganz einfach. Geht einfach auf sebastian-zitzmann.de. Da findet ihr alles über mich. Da findet ihr vor allem meine Coaching-Tätigkeit, also das, was ich anderen Beratern auch mitgeben möchte. Und da findet ihr auch einen Verweis zu unserer Firma, zu der PLM for Engineers, zu meiner Unternehmensberatung. Also einfach mein Name, sebastian-zitzmann mit Z-I-T-Z. Und dann mann.de, da findet ihr mich. Sehr, sehr gut. Also ihr Lieben, wenn ihr Bedarf habt oder vielleicht auch einfach mal nur einen Impuls braucht, der Sebastian steht, glaube ich, da gern telefonisch auch mal zur Verfügung. Schröpft ihn bitte nicht zu sehr, ne? Also weil die Kinder brauchen derzeit unsere volle Aufmerksamkeit. Du darfst derzeit froh sein, dass du anderthalb und drei hast. Dreieinhalb? Anderthalb und dreieinhalb, genau. Anderthalb und dreieinhalb. Meine sind jetzt 3 und 6,5. Spannend. Sage ich mal so. Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Sehr gerne, danke dir. Ich glaube, wir werden dann nochmal irgendwann ein Interview draufsetzen. Vielleicht zwischendrin in 8 Wochen oder in einem halben Jahr. Wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht. Lass uns bitte im Austausch bleiben. Und du hast das letzte Wort. Ich will eigentlich nur noch allen gute Gesundheit wünschen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und seht die aktuelle Phase einfach als große Chance. Ich weiß, es ist ein ausgelutschter Begriff, aber es ist tatsächlich so. Kümmert euch um eure Kontakte, um eure Kunden. Danke fürs Zuhören und deine Zeit. Was lässt du ab morgen mit deinen 5 Sinnen entstehen? Schreibe es uns in die Kommentare und bewerte deine Handwerkfibel mit 5 Sternen, um viele Menschen zu erreichen und uns gegenseitig zu unterstützen. Wir wünschen dir einen sinnreichen Tag.